Hallo Kirmes Markus, ich bin die Ilona, 28 Jahre alt, seit Mai hier im Eifelpark zuständig für Sales Marketing. Das ist der Purzel, ist immer für die Begrüßung da. Ja, und der Kirmes Markus freut sich, denn ihr habt mich heute eingeladen, um mal die neuen Attraktionen zu testen. Genau, die neuen Attraktionen sind heute im Vordergrund, aber natürlich auch der ganze Parkablauf. Komm Kirmes Markus, steig ein! Ja, Ilona, hier gibt's die tollen Souvenirs. Genau, hier sind wir in unserem Souvenirstand im Eingangsbereich. Hier findet ihr Luftballons, Kuscheltiere, Spielzeug, Mandeln. Ja, alles, was man so klassisch im Freizeitpark auch finden sollte. Wie der Clown auch hier schon verrät, haben wir in den Sommerferien eine Zirkusvorführung. Jeden Tag um 16 Uhr begrüßt euch Purzel in seinem Zirkus. Hier sind wir in der Bärenallee. Einer von den Bären ist er hier, ein bayerischer Bär. Nicht auch zuletzt, weil unser Chef ja auch aus Bayern kommt. Aber ihr findet hier natürlich auch ganz viele andere Bären. Aber das ist schon einer der schönsten. Und weiter geht unsere Reise. Wir haben den Luxus und haben heute ein Caddy. Das ist natürlich normalerweise nicht möglich, muss ich jetzt fairerweise dazu sagen. Aber wenn der Kirmes Markus mal da ist, dann kann man auch mal das Caddy auspacken. Ja, hier sind wir in unserer Spiegelbucht. Hier kann man ganz verschiedene Arten und Weisen von seinem Körper entdecken, würde ich mal so sagen. Das ist ein kleiner Klassiker im Eifelpark. Die Spiegel machen so eine gewisse Illusion, dass man ganz lange Beine hat zum Beispiel oder besonders dick oder besonders dünn ist. Ja, und das ist so mit einer der ersten Spaßattraktionen hier im Eifelpark. Hier begrüßen euch nochmal Purzel und Tatze und erklären so ein bisschen, was ihr im Park finden könnt. Das ist das Restaurant am Tatzenplatz. Hier haben wir mittlerweile ganz verschiedenes Essen. Von Döner und Falafel und Pommes. Also hier ist wirklich schon einiges geboten. Das ist der Eifelballon. Den gibt es auch schon ein bisschen länger im Park, aber macht auch, wie gesagt, immer wieder Spaß. Man kann hier auch selbst regulieren, wie viel man sich dreht. Das ist halt auch was, was auch besonders viel Spaß macht, wenn man ein bisschen Einfluss darauf hat, wie die Fahrt so ist. Ist die Fahrt für die ganze Familie oder ist das mehr für die Kleinen? Das ist eigentlich auch etwas für groß und klein, aber hier trauen sich halt auch schon etwas jüngere und kleinere Kinder drauf. Deswegen eigentlich hat hier auch jeder so seinen Spaß daran. Das hier ist jetzt die Eifelpiste, da darf man auch relativ früh mitfahren. Das ist einer unserer Bällebäder, hier ist ein etwas kleineres, oben haben wir noch ein ganz großes. Und ja, hier ist jeder eingeladen auch zu spielen. Ja, was mir aufgefallen ist, ihr habt ja überall so Picknickplätze hier, ne? Genau, also hier ist es auch erlaubt, von zu Hause aus Speisen und Snacks und so weiter mitzubringen. Deswegen kann man natürlich auch hier die Plätze nutzen. Aber wir haben natürlich auch ganz viele leckere Restaurants mit leckerem Essen. Und ja, also ich empfehle natürlich immer im Park zu essen. Aber wer was mitbringen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. So Markus, jetzt geht's weiter. Steigst du ein? Kommst du mit? Natürlich. Sehr gut. Der Park ist ja sehr schön gelegen. Ja, auf jeden Fall. Viel Grün, viel Natur und einfach sehr gemütlich, würde ich auch sagen. Ja, ist wirklich wie im Urlaub hier. Ja, auf jeden Fall. Hier kommt Urlaubsstimmung auf jeden Fall hoch. Ja, und wo geht's jetzt hin? Ja, jetzt fahren wir zu unserer Neuheit 2022, zum Platzhirsch. Zumindest einer von unseren Neuheiten. Wir haben ja zwei. Das ist unsere Neuheit 2022, unser Platzhirsch, unser Booster. Hier seid ihr bis zu 50 Meter hoch und 90 km/h schnell. 3,7 G wirken auf euren Körper. Und wer ist der Hersteller? Der Hersteller ist Funtime aus Österreich. Das ist aber ganz schön wild. Ja, hier geht es auf jeden Fall rasant her. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch. Es ist sehr, sehr schnell und es ist auch auf jeden Fall eine Augenweide für die Zuschauer. Wie kam der eigentlich auf die Idee, euch sowas, so ein Thrillride zuzulegen? Also auf die Idee kamen wir einfach, um auch natürlich den größeren und mutigen Parkbesuchern einfach was anbieten zu können, was auch wirklich den Adrenalinpegel hochsteigen lässt. Was habt ihr hier eigentlich für ein Thema? Thema ist hier wild, ne? Hier geht es bei uns wild her. Unter anderem natürlich mit dem Platzhirsch, aber auch der Wildwechsel unten. Das ist so die Thematisierung von hier dem unteren Talbereich. Ja, im Hintergrund sehen wir ja den Platzhirsch, der sich hier dreht. Ne? Mhm, genau. Und sieht das schon imposant aus. Auf jeden Fall. Also der macht schon seinen Eindruck. Ja, und jetzt kommen wir hier zu einer eurer neuen Attraktionen. Ne? Genau, hier ist jetzt der Wildwechsel, den man hört. Einer unserer neuen Attraktionen 2022. Und ja, hier sind 8 Umdrehungen pro Minute möglich. Und auch hier kann man einfach selbst entscheiden, wie man fährt, wann man driften möchte. Also man hat wie eine Art Handbremse in der Mitte und ja, kann selber entscheiden, wie wild die Fahrt denn werden soll. Wer ist der Hersteller der Attraktion?
Inohege ist der Hersteller. Seit wann arbeitest du hier? Genau, ich selbst arbeite jetzt seit Mai wieder hier. Also ich war schon mal 2 Jahre da, hatte eine kleine Eifelparkpause, wollte aber unbedingt wieder nochmal hier anfangen. Einfach weil es wahnsinnig abwechslungsreich ist, eine schöne Thematik, ein toller Park und ja, natürlich auch nette Kollegen, mit denen es immer wieder Spaß macht. Was sind so deine Aufgaben hier? Also Aufgaben sind eigentlich immer sehr unterschiedlich bei jedem hier. Also hier muss man wirklich alles machen, aber das ist auch, was halt uns allen auch super viel Spaß macht. Hauptsächlich bin ich im Marketing zuständig, bin jetzt zum Beispiel für Kürbis Markus zuständig, aber auch andere Influencer, betreue Facebook und Instagram mit, bin aber auch Ansprechpartner, wenn es zum Beispiel um Zeitungen oder Printwerbung geht oder auch vielleicht um Vertriebspartner. Aber ihr findet mich auch zum Beispiel manchmal an der Kasse von einem Imbissstation. Also sehr, sehr vielseitig und das ist das, was so Spaß macht. Wie bist du dazu gekommen? Also ich war auf der Seite vom Eifelpark, weil mich einfach der Arbeitgeber total gereizt hat und habe einfach geschaut, ja, was suchen die denn? Ist da was, was zu mir passt? Und ja, Marketing, da kann man halt sehr kreativ sein, darauf hatte ich besonders Lust. Aber halt, wie gesagt, die Vielseitigkeit an Aufgaben, dass man ganz viele verschiedene Sachen macht, ist immer toll. Ja, und ihr habt ein tolles Team hier. Bei euch gibt es ja auch noch den Daniel, ne? Genau, viele kennen den Daniel als Disney Parks and More. Mit dem arbeite ich halt sehr eng zusammen, gerade weil er ja natürlich als Influencer auch weiß, was so los ist. Und ja, aber auch ganz viele andere Kollegen. Wir verstehen uns wirklich gut, sind ein tolles Team und es macht immer Spaß, hier zu sein. Sag mal, wie lange gibt es hier schon den Eifelpark? Den Eifelpark gibt es schon seit den 60er Jahren ungefähr. Also wirklich schon lange, dann war es allerdings eher so ein Wildpark mit ein paar kleinen Attraktionen. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich ein vollwertiger Freizeitpark für den ganzen Tag und für die ganze Familie auch. Und wann ging das hier los mit den Fahrgeschäften? Genau, also 2013 hat ja die Familie Löwenthal-Götzke den Park gekauft, 14 dann neu eröffnet. Und seitdem haben wir ja jedes Jahr eigentlich neue Sachen zu bieten. Und so soll es auch immer weitergehen. Ja, und besonders finde ich hier, dass das hier so toll in der Natur eingebettet ist. Genau, das ist halt auch der Inhaberfamilie besonders wichtig, na, dass es immer noch ja, den gewissen Charakter gibt von früher, sage ich jetzt einfach mal. Also, dass es viel in der Natur ist, aber halt eben auch ein bisschen Action. Ja, hallo, ich bin ja der Mr. Baldo und das hier, das ist der Filou. Und wir sind hier im Waldtheater und wir machen eine ganz, ganz tolle Experimente-Show. Wer? Wir. Wir? Ja. Und manchmal klappen die sogar. Ja. Was? Die Experimente. Ach, die Experimente? Ja, ja. Manchmal. Ist das so eine Art Zirkusvorstellung? Nein. Das ist so eine Comedy-Show. Zirkusvorstellung gibt's auch. Ja. Die ist aber um 16 Uhr. Und da ist der Filou auch dabei. Ah, du bist auch dabei? Manchmal. Ja, ja. Stimmt. Hier im Eifelpark wird jede Menge geboten, von Comedy bis Zirkusvorstellung. Alles haben wir dabei. Und Greifvogelshow und Hundeshow. Ja. Und das war's. Und die Flöhe vom Purzel. Ah ja, und die Flöhe vom Purzel, ja. Ja. Und da seid ihr überall dabei? Wir sind beim Zirkus und beim Theater dabei. Ja, wir müssen auch mal Pause. Ja. Vielseitig. Manchmal muss man auch mal Kaffee trinken. Ja, und Kuchen essen. Ja, das ist immer lecker. Vor allem du. Ja, ich ne. Ja, heute bin ich auf Diät. Morgen nicht. Liebe Leute, kommt alle zu uns ins Waldtheater. Schaut euch das an, es lohnt sich. Ja, ist das gut? Und zum Purzel-Zirkus auch. Oder allgemein zum Eifelpark. Das ist ja toll. Ja, hast recht. Ja. Aber jetzt, glaube ich, muss man rein. Ja, kommt ihr auch noch mal zum Theater. Hopp, hopp, wir müssen los. Okay, komm, wir haben auf euch gewartet. Mr. Baldo? Ja. Ich gebe den Lollipop zurück. Gib den ab. Okay, gut. Ich hab ja mal so. Okay, dann also, bis gleich. Vielen Dank. Ich hab zu danken. Tschüss. Das ist unser Bumperbootsee, unser Wasserscooter. Hier kann man sich gegenseitig nass spritzen, aber auch natürlich die Zuschauer nass spritzen. Und ja, garantiert auch einen Spaß für die ganze Familie. Ja, und hier geht's ein Eifelcoaster. Genau, hier sind wir bei unserem Alpincoaster, unserer Sommerrodelbahn Eifelcoaster. 1 Kilometer lang ist die Strecke, bis zu 40 km/h schnell. Und ja, hier kann man tatsächlich relativ früh mitfahren, wenn man schon 3 Jahre alt ist in Begleitung mit einem Erwachsenen. Und selbst entscheiden auch, wie schnell man vor allem fährt. Thank you.
wunderbares Wetter heute. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ne? Genau, also heute ist wirklich fantastisches Wetter. Es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Wunderschöne Sonne, ein paar Wolken, die ein bisschen Schatten spenden. Also heute ist der perfekte Tag für einen Ausflug. Hier kommt uns gerade der Shuttle entgegen, der halt die Leute hoch und runter fährt, wenn man eben nicht alles zu Fuß gehen möchte, was auch total in Ordnung ist. Ja, und ihr habt ja auch so einen wunderbaren Gastronomiebereich, ne? Genau, hier ist die Bergstation, hier könnt ihr Pommes essen, Currywurst essen, ganz viel Süßes natürlich auch. Und ja, einfach den Tag schön verbringen, viele Tischmöglichkeiten und Sitzmöglichkeiten, wenn ihr auch selber Essen mitgebracht habt. Also hier kann man auf jeden Fall schön verweilen. Und ganz toll finde ich hier euren Wasserspielplatz. Ja, im Hintergrund sehen wir auch euren Freefall Tower. Genau, der Graviator ist einmal im Hintergrund, aber man sieht auch die wilde Maus. Das ist natürlich ein besonders schönes Bild, wenn die Fahrgeschäfte so aneinander sind. Na, und da kommt halt richtig Freizeitspaß auf. Und der Graviator, der ist 80 Meter hoch, also wirklich sehr, sehr hoch. Man sieht so ein bisschen jetzt auch, ist er ganz oben. Und er hält normalerweise einmal in der Mitte an, fährt dann nochmal den Rest hoch und von oben geht es dann ganz schnell runter. Und wer ist der Hersteller? Funtime ist der Hersteller. Ist der Graviator eine temporäre Attraktion? Ja, tatsächlich schon. Also der Graviator geht auch nochmal auf Reisen im Herbst. Deswegen am besten jetzt in den Sommerferien vorbeikommen, wo er da ist. Er kommt aber auch wieder. Das ist der brandneue Churros-Stand. Also hier ist alles, was das Herz begehrt. Egal ob mit Erdbeeren und Vanillesoße, Nutella oder ganz klassisch Zimt und Zucker. Also wirklich sehr, sehr lecker. Ich wünschte, ihr könnt es riechen, weil der Geruch ist einfach unschlagbar. Was meinst du? Es ist ja ganz schön heiß heute wieder, ne? Ja, also heute ist es wirklich wunderschönes Wetter, perfektes Wetter für die Wildwasserbahn. Das ist die Pirateninsel Wildwasserbahn, hergestellt von der Firma Mack. Und ja, macht einfach riesig Spaß, damit zu fahren. Die Wildwasserbahn habt ihr ja inzwischen richtig schön thematisiert. Ja, auf jeden Fall. Also die Thematisierung ist weit vorangeschritten mittlerweile. Klar, am Anfang muss man immer gucken, so ein Park ist nicht innerhalb von einem Tag gemacht. Aber hier gerade der Piratenplatz, finde ich, lässt sich absolut sehen. Ist wirklich wunderschön geworden. Das ist die kleine Familienachterbahn, der Eifelpark-Blitz. Da kann man dann wirklich auch als junger Mensch noch natürlich ausprobieren, ob Achterbahnfahren einem überhaupt liegt. Eine kurze kleine Fahrt, die jedem auch einfach Spaß macht. Ja, und hier am Platz hat sich einiges getan. Hier wurde jede Menge dekoriert und neu gestaltet. Und vor allem im Hintergrund sehen wir ja eine ganz tolle Attraktion. Und ich glaube, es geht los, ne? Oder? Ja, genau. Also jetzt geht's los. Das ist der Seeräuberskanonenritt. Macht auch wahnsinnig viel Spaß. Man kann bis zu einer Neigung von 60 Grad erreichen und ist so circa 30 km/h schnell. Das Fahrgeschäft ist von der Firma Innohege und ist jetzt hier ungefähr seit 4 Jahren im Eifelpark zu finden und ist auch wirklich einfach einzigartig. Also es macht sehr viel Spaß. Man kann selber entscheiden, wie man fährt. Wenn man eher nach innen so gesehen lenkt, dann ist man halt nicht so stark in der Neigung. Und wenn man eher nach außen lenkt, nach rechts lenkt, dann kann man halt eine Neigung merken von bis zu 60 Grad. Ja, ich zeige das gerade mal hier.
Genau. Also hier geht es richtig in die Steilkurve, ne? Genau, und wie man sieht, also die Gäste, die hier mitfahren, sind ganz unterschiedlich. Also ist was für klein und für groß. Und ja, jedem macht das Spaß. Also diese Piratenstube, die gefällt mir ja auch richtig gut hier. Ja, und hier gibt es so, so gute Pizza. Also einer meiner Lieblingsspeisen, glaube ich, hier im Park, kann ich schon sagen. Wirklich eine gute Pizza, aber auch sehr gute Nudeln. Und wer möchte, kann natürlich auch hier sich ein Slush nehmen oder ein gutes Softgetränk oder ein kaltes Bier vielleicht für den Markus. Also da kann man auf jeden Fall gut verweilen. Hier oben sind schöne Plätze, wo man sich hinsetzen kann. Also auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja, und jetzt gehen wir nach der Krokodile, oder? Genau, also das ist die Eifeler Wasserjagd. Wie man hört vielleicht, haben die Leute natürlich sehr viel Spaß. Hier muss man auch aufpassen, dass man nicht allzu nass wird. So, ich zeig das mal, wie die Leute hier Spaß haben. Ja, man sieht lachende Gesichter. Und die Attraktion ist auch sehr, sehr schön gestaltet. Ja, vielen Dank, Markus. Also wir haben uns auch hier natürlich sehr viel Mühe gegeben, auch nochmal das Piratenthema auf eine andere Art und Weise hochzunehmen. Und ja, wie man sieht, haben die Leute Spaß. Ich glaube, das ist der Hit hier, ne? Die drehen ja bald durch hier. Ja, auf jeden Fall. Also hier haben auch große Kinder ihren Spaß, kleine Kinder genauso, Erwachsene, da winken sie schön. Ja, Ilona, jetzt hast du ja mal eine Pause verdient, oder? Ja, ich denke auch. Also den ganzen Tag mit dem Markus unterwegs zu sein, das ist schon ein bisschen anstrengend, aber macht sehr viel Spaß. Ja, und das ist auch eine ganz tolle Anlage hier. Ja, also auf jeden Fall. Man sieht auch hier wieder ein bisschen die Deko, die Liebe zum Detail, dass man hier Blumen hat, aber auch halt eben die passende Piratendeko. Also auf jeden Fall auch was fürs Auge. Ja, pass mal auf. Ja, da werden Lona, pass mal auf, dass hier nicht nass geht, du Fritze. Ja. Ich gehe jetzt lieber aus der Schussbahn raus. Da sieht man aber, wie viel Spaß die Leute daran haben, auch andere Leute nass zu spritzen. Und hier gibt es das leckere Slush-Eis. Genau, also wir haben Slush-Eis hier jetzt gerade in zwei verschiedenen Sorten. Im ganzen Park, aber auch für andere Sorten noch. Aber auch ein ganz klassisches Langnese-Eis gibt es natürlich. Also hier kann man sich auf jeden Fall gut abkühlen. Ja, und hier kann man sich erfrischen. Genau, also hier haben wir verschiedene Getränke, Markus. Hier haben wir ein kühles Bier, wenn du möchtest, aber auch zum Beispiel 0,0er Bier. Aber natürlich ganz klassisch auch gute Softdrinks, Cola, Sprite, ein stilles Wasser, Eistee, alles was man braucht. Ja, im Hintergrund sehen wir das Krähennest, einen 14 Meter Freifallturm. Ja, Freifallturm kann man nicht direkt sagen, also der geht ja hoch und runter. Dreht sich auch währenddessen, also auch etwas für die ganze Familie. Gerade wenn man sich den 80-Meter-Turm noch nicht so traut, ist dieser 14-Meter-hohe Turm auch ein guter Start. So, und jetzt geht's zum Westernplatz. Genau, Markus, komm mit, wir gehen zum Westernplatz. Ja, Ilona, was sehen wir denn hier? Das ist unsere Pferdebahn. Die macht auch sehr viel Spaß. Da können auch recht kleine Kinder schon mitfahren mit den Erwachsenen. Ja, auch so ein gewisser Klassiker, sage ich jetzt mal. Ja, ist auch sehr schön gestaltet hier. Ja, vielen Dank, Markus. Also hier sind wir jetzt bei Purzels Fahrschule. Hier können halt auch schon die Kleinen die ersten Fahrkünste üben und trainieren. Und direkt neben der Fahrschule ist natürlich Tatzes Boxautos. Das ist dann für die erwachsenen und großen Kinder. Im Hintergrund seht ihr den Western Grill. Hier gibt es leckere Feuerwurst, also eine bisschen scharfe Wurst, Pommes, aber auch sehr, sehr leckere Burger oder auch ein Crepe, wer was Süßes mag. Im Hintergrund sehen wir euren Hüpfcenter oder wie nennt sich das? Genau, das sind unsere Trampoline. Die machen natürlich auch jedem immer Spaß. Wichtig ist natürlich, dass man aufpasst aufeinander. Und ja, da kann man einfach auch noch ein bisschen Energie freisetzen. Ja, im Hintergrund habt ihr auch noch so ein klassisches Kindergeschäft, ne? Genau, hier ist ein ganz klassisches Pferdekarussell. Auch, finde ich, gehört einfach im Park mit dazu. Sehr schön thematisiert in meinen Augen. Und ja, also ich bin ja sowieso ein Pferdemädchen, also von daher ist es genau mein Fahrgeschäft. Ja, und im Hintergrund sehen wir ja eine besondere Kakteen, ne? Genau, die Besonderheit ist, passt mal auf, die piekst nicht. Die kann man anfassen, ohne sich zu verletzen. Gehört aber natürlich in der Westernstadt absolut mit dazu. Und ja, macht den Platz einfach noch mal ein bisschen gemütlicher und die Atmosphäre noch mal etwas anders. Fürs Auge ist auf jeden Fall hier auch was gegeben. Hier ist noch eine Riesenkaktee, die können wir auch mal zeigen. Die ist natürlich gigantisch, also von daher auch immer eine schöne Sache hier im Eifelpark. Im Eifelpark gibt es ja nicht nur Fahrgeschäfte, sondern auch ganz, ganz viele Tiere, ne, oder? Genau. Also der Eifelpark ist sehr vielfältig, das muss man immer wieder sagen. Ich glaube, das kann man auch nur verstehen, wenn man mal hier war. Ja, und hier sind wir bei eurem Streichelzoo. Genau, also hier sind die Ziegen,
Die sind natürlich immer ganz scharf drauf, gefüttert zu werden. Und ja, wie man sieht, die nehmen natürlich das Futter auch immer sehr gerne an. Werden aber natürlich auch gerne gegrault. Sag mal, wie viele Tiere gibt es hier eigentlich im Eifelpark? Also im Eifelpark sind über 200 Tiere. Und ja, für jeden ist da auch was dabei. Aber hier kann man halt den Tieren sehr nahe kommen. Das ist halt besonders schön. Ja, und dann gibt es hier auch immer ganz verschiedene Events noch, ne? So Sonderveranstaltungen. Ne? Genau, das ist ein super wichtiger Punkt nochmal. Also wir haben das Eifelparkleuchten, wo man ja gewisse Illusionen hier erleben kann. Und währenddessen bzw. danach ist dann auch unser Halloween-Event. Einmal ein Familien-Halloween, was über die ganze Woche geht. Ein Halloween-Event, welches auch gerade für Kruse-Begeisterte super ist. Also schaut gerne auf unserer Webseite nach, da sind die genauen Daten. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ja, liebe Kirmes- und Freizeitpark-Freunde, wen habe ich hier heute getroffen? Ich bin Europapark-Fan, EP-Fan 95, mache auch YouTube-Videos, Videoblogs, mittlerweile nicht mehr nur aus dem Europapark, besuche auch sehr gerne andere Freizeitparks, wie jetzt heute hier den Eifelpark, und ich glaube, wir haben beiden eine echt gute Zeit hier. Aber wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen mit deinem YouTube-Kanal? Das war eigentlich so die Zeit, wo ich so ein bisschen in der Internetfore angefangen habe, Beiträge zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt lass ich mal ein Wodan-Baustelle-Video hoch. Und 2017 beim Studium hatte ich dann so einen Workshop über Filmproduktion. Und das hat mich dann irgendwie da nochmal so ein bisschen gecatcht, mal mit Videoblogger anzufangen. Genau. Du machst das auch mit Herzblut und dann mit deiner Freundin zusammen, ne? Genau, seit jetzt fast 3 Jahren mit der Susi zusammen, und da bereisen mal die verschiedenen Freizeitparks in Europa aktuell noch. Aber ich denke, die nächsten Jahre geht es auch mal über den großen Teich dann. Wie lange seid ihr jetzt schon im Eifelpark? Wie viele Stunden seid ihr jetzt schon hier? Also wir sind seit, wann sind wir gekommen? Eigentlich direkt zur Parköffnung. Seit 10 Uhr sind wir hier. Wie ist euer Eindruck? Was habt ihr bis jetzt alles erlebt? Also der erste Eindruck war mega positiv und es hat sich eigentlich so auch durchgezogen. Der Park ist total sauber und gepflegt, das ist uns direkt aufgefallen. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir hätten, glaube ich, nicht mit dieser Parkfläche gerechnet. Also wir haben jetzt noch nicht alles entdeckt. Ja, man liest ja immer davor viel und schaut sich auch Videos an. Und gerade der Platz oben, wo der Freefall Tower steht, die Wilde Maus, da wurde ja im Vorfeld viel gesagt, sieht ein bisschen aus wie eine Kirmes, so in dem Style. Finde ich aber durch die neue Pflastersteine, die dort sind, und die viele Blumen, die da liegen und so weiter, finde ich es ganz stimmig, muss ich sagen. Ich habe es vorhin auch selber mal erwähnt, die Wildwasserbahn, die ist echt gut integriert wurde. Ja, ich war ja auch schon öfter hier und ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Sieht da jetzt richtig schick aus da oben. Und das Essensangebot, das finden wir auch mega. Also wir konnten uns gar nicht entscheiden, was wir heute Mittag essen. Und bei mir wurden es dann Nudeln. Eigentlich ganz langweilig, aber mega lecker und auch frisch. Ja, ich hatte so asiatischen Reis mit Rindfleisch, war auch eine riesige Portion. Ich glaube, 7,90 Euro hat es gekostet. Auch echt ein fairer Preis, muss ich sagen. Wenn man so vergleicht mit anderen Freizeitparks, Essen ist ja immer so ein Thema. Viele denken immer noch, Freizeitparkesse beschränkt sich nur auf Pommes und Bratwurst. Das mag in manche Freizeitparks stimmen, aber mittlerweile ist schön zu sehen, dass ich auch kleinere Parks anstrenge, eine größere Bandbreite anzubieten. Ich hatte auch vorhin noch einen Obstbecher, der war auch echt lecker. Ja, dann wünsche ich dir noch alles Gute hier mit deinem Kanal und mach weiter so. Ja, danke schön, und natürlich auch zusammen, ne? Susi macht auch. Ja, mehr auf Instagram, genau. My Rollercoaster Dream, und der Silas eher auf YouTube. Genau, richtig. Und dir noch viel Spaß hier im Eifelpark. Ja, vielen Dank. Viel Spaß. Ja, ein schöner Tag neigt sich dem Ende. Ja, irgendwann ist der schönste Tag auch mal vorbei. Aber ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Markus, ich hoffe, du auch. Und du wärst uns bald wieder. Für alle weiteren Informationen, Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Events, wie zum Beispiel das Eifelparkleuchten oder den Eifelpark Halloween, besucht doch mal die Internetseite www.eifelpark.de oder die Facebook-Seite Eifelpark Gondorf. Den Eifelpark findet ihr übrigens auch auf Instagram. Und nun sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video hier auf YouTube Kirmes Markus. Ich gebe den Lollipop zurück. Gib den ab. Okay, gut. Ich hab den mal. Okay, dann bis gleich. Vielen Dank. Ich hab zu danken. Tschüss.